Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte euch heute zum einen die neuen Designpapiere von La Creative zeigen, aber auch einige Neuheiten von Kulrike, die jetzt im März rausgekommen sind. Und dann werden wir natürlich auch nochmal kreativ und da wird es etwas österlich, da werde ich noch nicht die neuen Sachen verwenden, weil ich einfach denke, wenn ihr noch das ein oder andere für Ostern shoppen wollt, dann wird es jetzt Zeit. Und ja. Deswegen heute nochmal österlich und beim nächsten Mal dann mit den neuen Sachen, die ich euch heute zeige. Zum einen habe ich mir mal eine aktuelle Charge von den Musterfächern mitbestellt. Die könnt ihr ja zu jeder Bestellung auch mit dazu bestellen. Das verlinke ich euch auch nochmal unten. Und da habt ihr dann wirklich alle aktuellen Farben, die La Creative bzw. Faltkarten hat, auch einmal zusammen. Und ich mache mir die dann immer auf so einen dicken Buchring und kann dann, wenn ich ein Projekt habe, mir die super einfach dran halten und habe dann die perfekte Farbe. Da sind sowohl die Premium- wie auch die Basic-Papiere mit drin, die Metallic-Farben, die Recycling-Farben, die strukturierten Papiere und auch die extra starken Papiere. Und ihr seht, wenn man die so alle zusammenlegt, hat man schon ein ordentliches Bündel an Auswahl. Also da auf jeden Fall für jeden das Passende dabei. Ja, die habe ich immer ganz gerne. Und da ich ja immer auch die neuen Papiere habe, bestelle ich mir die einfach ja alle paar Monate mal mit, damit ich eben auch die aktuellen Farben in meinem Farbfächer habe. Dann gibt es neue Designpapiere. Und zwar gibt es jetzt im März direkt drei neue Designpapiere. Einmal den zauberhaften Landhausgarten, traumhafte Bauernhofidylle und die toskanische Sommerbrise. Und die gehen wir natürlich jetzt auch alle nacheinander durch. Es ist wieder mehr so der aquarellige Stil. Und ja, den mag ich ja super gerne, ne? Auch so für Hintergründe oder so da auch was auszustanzen. Und wir gehen jetzt einfach mal alle durch. Als erstes gucken wir uns mal den zauberhaften Landhausgarten an. Ihr habt wie immer bei den 6x6 Paper Packs 24 Bögen, sprich von jedem Design zwei Seiten und das in 170er Grammatur. Das ist bei den anderen Paper Packs genauso. Und beim Landhausgarten ist auch wie immer bei den Paper Packs auf der Rückseite der Titelseite ein wunderschönes Motiv, wie ich finde. Hier einmal so ein Kräutergarten, mega schön. Dann haben wir ein Landhaus mit wunderschönem Bauerngarten drumherum. Auf der Rückseite ist hier so eine schöne, ja, ein schönes Blumenarrangement. Also auch wirklich für Szenebilder wirklich schön. Hier auch nochmal ein Bauernhaus. Auf der Vorderseite, auf der Rückseite, wow, eine wunderschöne Pfingstrose, würde ich sagen. Dann haben wir hier Lavendel, auch immer super schön. Und auf der Rückseite wieder ein Weg mit Blümchen. Da weiß ich nicht, was es sein soll. Sieht so ein bisschen aus wie abstrakte Christsterne. Weiß ich nicht genau, aber ich bin ja auch nicht der Botaniker, wisst ihr ja. Oh, und hinten drauf wunderschöne Sonnenblumen, also auch wirklich durchs ganze Jahr. Alle möglichen Pflanzen. Hier auch nochmal, könnte Sonnenhut sein, eine bunte Wiese mit Blumen. Sehr, sehr schön. Hier auch wieder eine Dahlie, glaube ich. Sonnenblumen, auch das super schön als Hintergrund für eine Herbstkarte. Total schön. Hier eine Mauer. Auch das könnte man super schön für eine Szene gebrauchen. Hier haben wir Stockrosen, die liebe ich ja auch sehr und ich liebe vor allem, dass sie überall bei uns sprießen, auch an etlichen Wegesrändern und so. Da nehme ich mir tatsächlich auch oft Samen mit und pflanze sie bei mir im Garten aus. Oh, hier auch ein wunderschöner Torbogen, vielleicht auch für eine Hochzeitsszene tatsächlich, eine Hochzeitskarte. Hier einmal Herzchenstrauch, kenne ich den nur. Ich weiß, der heißt anders, aber fragt mich doch nicht wie. Und auf der Rückseite auch nochmal ein Tor mit einer Szene. Hier Disteln, auch sehr schöne Blumen, wenn auch verkannt als Unkraut. Aber die gehören auch zu so einem Landhausgarten mit dazu. Hier einmal eine Apfelwiese, auch sehr schöne
auch ein sehr schönes Motiv. Dann haben wir hier Kirschblüten, auch super schön jetzt für den Frühling. Einmal ein Gemüsegarten, auch mega. Die Kornblume, auch bei uns am Wegesrand weit verbreitet, Gott sei Dank. Und hier nochmal so ein abstrakteres Gartenbild. Haben wir hier einen Steingarten. Ich glaube, das soll eher so Richtung Kräuter gehen. Und oh, das finde ich auch nochmal richtig schön. Ein Zaun mit Blümchen davor. Super, super schön. Mag ich total gerne. Und auch wirklich für jede Jahreszeit. Denn die Blümchen, die hier so drauf sind, wachsen bei uns im Garten oder in der Gegend auch wirklich zu verschiedenen Jahreszeiten. Das heißt, da kann man auch echt super zum Geburtstag im Sommer, Herbst Karten gestalten. Dann kommen wir zur traumhaften Bauernhof-Idylle. Auch ihr habt ihr natürlich auf der Rückseite Schäfchen. Da scheint es auch nicht mehr so ganz viel mit Blumen zu sein, sondern viel mehr mit Tieren. Hier habt ihr eine Katze vor einem großen Stall. Auch sehr, sehr schön. Oh, das ist mal ein Motiv, ne? Ich liebe ja Mohnblumen. Richtig toll. Hier auch nochmal die Katze. Bisschen größer. Ein Kornfeld. Oh, die sind ja niedlich. Guck mal, Kätzchen. Und hier auch wieder eine bunte Blumenwiese. Auch das mag ich immer super gerne für Hintergründe oder so. Da braucht man gar nicht mehr viel machen. Ein bisschen Chickadee und Sprüchlein drauf und fertig. Hier ein Trecker. Da ich zwei Jungs habe, kommt der bestimmt auch noch mal zur Verwendung. Oh, und hier die Vogelscheuche. Auch so Richtung Herbst oder so. Ein cooles Motiv, finde ich. Dann hier der Hund des Hauses. Auch hier nochmal die Vogelscheuche im Maisfeld. Nochmal ein Trecker. Aber diesmal, ihr seht, hier ist mehr so sommerliche Stimmung. Hier vielleicht schon eher herbstlich. Oder spätsommerlich. Also nicht so bunt. Hinten drauf Strohballen. Oh, das finde ich auch ein cooles Motiv. Ja, vielleicht sogar ein bisschen Halloween-mäßig. Schäfchen. Dann haben wir hier nochmal ein Maisfeld. Kühe dürfen auch nicht fehlen auf dem Bauernhof. Und das Pferdchen natürlich auch nicht. Hinten drauf noch ein Kornfeld. Dann haben wir Schweinchen. Die finden ja auch niedlich. Und auch ein Mohnblumenfeld. Auch wieder meins, ne? Nochmal eine Kuh, ne, eher ein Ochse, ne? Oh, das finde ich auch super als Hintergrund. Das finde ich auch mega. Dann hier nochmal die Scheune im Abendrot. Und hier auch nochmal ein Maisfeld in Grün. Also noch nicht abgeblüht, sondern wirklich grün mit den Maispflanzen. Sieht sehr, sehr schön. Super schön, auch gerade wenn man mal was für Tierliebhaber macht oder wenn man vielleicht sogar Ferien auf dem Bauernhof macht und da irgendwie ein kleines Mini-Album gestalten möchte oder so. Super schön, die traumhafte Bauernhof-Idylle. Und dann kommen wir zu meinem Liebling, weil der so schön vielseitig ist, die toskanische Sommerbrise. Auch hier natürlich auf der Rückseite ein wunderschönes Bild von Felswänden in karger Landschaft. Finde ich vielleicht sogar auch für Männerkarten super oder sogar für Trauerkarten. Ne? Könnte ich mir vorstellen, hier mit der Treppe. Ja, ich erzähle euch ja immer viel, was mir so einfällt. Hier auf dem Berg das toskanische Dorf. Auf der Rückseite haben wir Lavendel, auch immer schön. Hier Lavendelfelder, mega. Oh ja, das mag ich auch super gerne. Guck mal, so hat noch was von Lavendel, aber ist eher so ein bisschen splashy und abstrakt. Auch super schön als Hintergrund.
Dann haben wir hier nochmal auch ein Lavendelfeld. Und, oh ja, das finde ich auch sehr, sehr schön. Mag ich sehr gerne. Dann geht es weiter mit Zitronen. Einmal hier so ein mehrere. Und dann hinten drauf halt auch nochmal Zitronen. Etwas anders angeordnet. Hier Zitronen auf dunklem Hintergrund. Das finde ich auch bei so Knallfarben immer ganz schön. Und hier Zitronen und Lavendel zusammen. Und ich würde sogar behaupten, das sind nochmal so ein paar Olivenzweige dazwischen. Dann haben wir hier einmal auch wieder abstrakten Lavendel. Auch sehr schön für den Hintergrund, gerade so für Sommerkarten oder so. Hier nochmal passend dazu ein bisschen aquarellig was. Ein Lavendelsträußchen. Das könnte ich mir auch zum Ausschneiden sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Und auf der Rückseite wieder Farbverlauf mit der passenden Farbe. Dann haben wir Oliven. Oliven finde ich auch immer sehr, sehr schön. Auch vielleicht für so Männerkarten, wo ihr wisst, derjenige mag gerne die italienische Küche oder so. Also da fällt mir auch durchaus was zu ein. Einmal Olivenzweige, noch so ein bisschen schlichter gestaltet. Dann haben wir nochmal Zitronen mit Oliven auf schwarzem Hintergrund. Und einmal Zitronen mit Lavendel auf blauem Hintergrund. Finde ich auch sehr schön, weil das Blau ja so konträr zu dem Gelb steht. Dann kommt die Zitrone so richtig schön raus. Orangen dürfen auch nicht fehlen in der Toskana. Hinten drauf dann der passende Farbverlauf. Hier nochmal eine toskanische Landschaft. Vielleicht auch für Mini-Alben super, wenn ihr da in die Gegend reist. Und hinten drauf nochmal ein oranger Farbverlauf. Und hier haben wir ein Olivenhain vor ein paar Häuschen. Und hier nochmal eine große Olive. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Vor allem halt ja, die Lavendelpapiere. Ne? Also die finde ich so wunderschön gemalt auch. Da kann ich mir so einiges vorstellen. Das sind die drei neuen Papiere von La Creative. Auch Curique hat ein paar Neuigkeiten, ein paar mehr sogar, aber ich habe nicht alle. Zum einen habe ich mir hier die Stanzschablone Türchen geholt und da habt ihr drei verschieden große Türen, die ihr dann aufklappen könnt. Ich hole die mal raus, dann sieht man es ein bisschen besser. Also ihr habt hier zum einen eine große Tür, die hier nur prägt, das heißt ihr könnt es aufklappen. Die hat einen Nupsi nach außen hin und zwei kleine Türen, die gleich groß sind, hier auch nur geprägt werden zum Aufklappen. Und der eine hat einen Nupsi nach innen und der andere nach außen. Das ist dann halt Geschmackssache, wie man es machen möchte. Oder, was auch passen dürfte, ist das übereinander zu legen. Ja, das passt auch gut. Dann könnt ihr vielleicht auch sowas wie ein Fenster damit gestalten. Das werden wir auf jeden Fall auch mal in einem Video ausprobieren, das Set, weil das finde ich mega cool. Nennt sich Türchen, kann ich mir auch für einen Adventskalender zum Beispiel vorstellen, aber auch für so ein bisschen interaktive Karten, gerade auch die große Tür. Da habe ich auch schon eine Idee mit den nächsten Neuheiten mit der großen Tür. Und zwar haben wir zwei neue Sets mit Schildkröten. Einmal das Set Hurra, da ist hier so eine Schildkröte, die sich sehr dolle freut, mit einer coolen Schrift Hurra und du bist da. Das nennt sich, wie gesagt, Hurra. Und hinten drauf findet ihr auch immer die wunderschön kolorierten Beispiele meiner Designteam-Kollegin Nicole, die halt wirklich das mit Herzblut koloriert und immer wunderschöne Ergebnisse hat. Und dann haben wir hier noch eins mit drei verschiedenen Schildkröten, wobei zwei davon einfach nur quasi gedreht sind. Und diese hier ist ein bisschen kleiner, aber so können die sich halt auch entgegenlaufen zum Beispiel. Da finde ich wieder ein Jahr älter, ist wunderschön. Dann das Birthday, also ich finde die Schrift bei diesen Stempelsets auch so toll. Hier noch das Happy zu dem Birthday, ups, zu spät, was ja auch super zu einer Schildkröte passt. Und lass es knallen. Das Set heißt Schildkröte, auch hier hinten drauf die wunderschönen Kolorationsbeispiele. Und ihr seht auch, Schildkröten kann man ja auch unterschiedlich gestalten, ne? Also richtig schönes Set, die fand ich so süß, die musste ich auch haben. Und dann habe ich mir noch so ein bisschen was auch bei Faltkarten mitbestellt. Zum einen hier so eine
so ein Mix aus Pailletten. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, da sind auch so kleine Blümchen mit dabei. Und zwar nicht nur die mit gelbem Punkt und pinken Blättchen, sondern auch hier so kleine rote. Und ja, so ein schönes, frühlingshaftes, buntes Set. Ich finde ja von Picket Fan Studios die Pailletten immer mega cool. Das hier ist dann die Farbe Butterfly Blush. So nennt sich dann diese Sammlung. Die werden wir auch gleich verwenden. Dann gab es von Carabel Studio hier diesen Kuchen. Der ist auf dem Klingstamp allerdings auch schon mit einer Basis. Den fand ich total süß. Der musste mit. Der hat nur eine Nummer. Aber ich verlinke euch ja sowieso auch alles unten. Ne? Doch, nee, der hat auch einen Namen. Birthday Cake hat der, heißt der. Von Carabel Studio. Dann habe ich mir ein Set quasi von Picket Fan Studios gegönnt. Zum einen hier dieses Stanzenset, vor allem wegen dem großen Schmetterling. Nennt sich Flip Butterfly Die. Da gibt es auch verschiedene Designs. Und andere Schmetterlingsformen quasi. Und dann sind hier auch ganz viele so kleine Butterflies, Schmetterlinge noch dabei. Und ein paar Sprüche zum Ausstanzen. Ich kann es gerade gar nicht so entziffern, was das heißen soll. Und passend dazu habe ich mir die Layered Flit Butterfly Stencil gegönnt, die halt genau hier auch in die Stanze reinpasst. Da gibt es dann auch sogar ein Negativ mit dabei. Einmal das, was komplett einfärbt und hier die Schmetterlingsflügel. Und da finde ich ja immer, kann man super Sachen mitmachen. Layering Flit Butterfly Stencil. Ach, guck mal. Hier steht's drauf, was hier in den Stanzen drin ist. Soar New Heights. Ja. Soar to New Heights. Heißt wahrscheinlich sowas wie Flatter zu neuen Höhen. Ja, ne? Ich fand halt die Schmetterlinge toll. Die mussten mit. Und dann haben wir auch noch neu im Shop Pink Ink Designs. Und die machen ja so viele süße Stempel. Da hätte ich auch wieder richtig zuschlagen können. Und ich habe mir jetzt aber hier diesen Waschbären rausgesucht, vor allem wegen dem Waschbären. Da sind aber auch noch Macarons mit dabei, weil es heißt Macaroon, Raccoon. Und das ist ein richtig großes Stempelset. Also die sind auch vom Preis her ein bisschen höher, aber ihr kriegt halt wirklich ein riesen Stempelset dafür. Ne? Also das hier ist jetzt A5. Das ist ungefähr das, was das Stempelset ausmacht. Und da ist halt dieser riesige Waschbär drin. Der ist wirklich sehr groß. Wir halten mal eine A6-Karte drüber. Ja, könnte auf eine A6-Karte knapp werden. Macht aber nichts. Ich finde den richtig, richtig süß. Was ich halt auch toll finde, sind hier die Blumenranken. Die kann man auch noch mal überall mit dazusetzen. Und hier sind noch ein paar mehr Waschbären mit dabei. Und auch Macarons in unterschiedlichen Größen und Ansichten. Ein Blümchen noch. I swapped two of my other friends for you. Macaroon Raccoon und Love you to the Raccoon and back. Auch ein paar süße Sprüche dabei. Also ein vielseitiges Set und den, da freue ich mich schon drauf, den zu kolorieren, den süßen. Und dann durften noch, ich habe sie endlich bekommen, von Crealis die Stanzen mit diesen, ja, nicht gestitchten, sondern gestrichelten Seiten. Und das sind halt die Rectangles with Little Stripes. Die Größen stehen auf der Website mit drauf. Eins davon passt auch perfekt auf A6, dass man noch so einen kleinen Rand hat. Meistens schreibe ich mir die einmal kurz ab aus dem Internet, also aus der Produktbeschreibung, damit ich halt auch weiß, welche Größen ich hier alle habe. Genau. Ja, das war mein Einkauf. War schon wieder einiges, ne? Und jetzt machen wir ein schnelles Kärtchen zu Ostern noch mit ein bisschen Glitzer. So, und zwar habe ich mir überlegt, wir machen eine Shaker-Karte. Und da soll dieser kleine süße Hase Platz drauf nehmen. Der ist aus diesem Stempelset von Kurike, nennt sich Frohe Ostern. Da habt ihr auch Sprüche mit dabei. Ich habe jetzt einen anderen Spruch mit reingestempelt und zwar aus den Ostereiern. Ein schönes Osterfest.
Und ja, ich habe den in VersaFine Clair gestempelt und dann mit meinen Aquarellbuntstiften koloriert und noch ein bisschen mit dem Sakura Jelly Roll gehighlightet. Und ja, wir brauchen gar nicht viel, um eine Shakerkarte zu gestalten. Ich habe mir jetzt hier aus der österlichen Malwerkstatt ein Papier rausgesucht. Das Papier habe ich euch im letzten Haul gezeigt. Den verlinke ich euch nochmal hier oben unterm i und auch unten in der Beschreibung. Und zwar habe ich mir für diese Karte dieses ausgesucht und habe jetzt eine Rahmenstanze mir ausgewählt und gucke halt, dass ich möglichst viele Farben von den Ustajan erwische, die hier zu den Pailletten auch passen. Das heißt, ich finde jetzt, da ist viel Grün und Lila drin. Deswegen nehme ich mir jetzt mal hier diesen Teil von dem Papier. Und dann müssen wir natürlich auch noch ein Guckloch kreieren. Da habe ich mir jetzt hier dieses Stanzenset von Nellies rausgesucht. Easter Bunny Egg. Und da sind halt drei verschieden große Eier drin und ich nehme das kleinste. Und das wird hier oben rausgestempelt. Da gucke ich, dass ich einigermaßen gerade bin und an den Seiten einen gleichmäßigen Abstand hinkriege. Und das kommt jetzt einmal durch die Big Shot. So, und dann habt ihr hier zum einen noch ein Eichen für eine andere Karte. Das lege ich mir zur Seite. Und den Kartenaufleger schon fertig. Deswegen finde ich so Designpapiere echt praktisch, gerade wenn es jetzt zu Ostern oder auch zu Weihnachten darum geht, auch so einige Karten zu machen. Und da soll eben gleich der Süße hier drauf Platz nehmen. Aber jetzt machen wir daraus noch eine Shaker-Karte. Dafür brauchen wir ein bisschen Acetat. Da habe ich ja immer das von Yeye, das was auch hitzebeständig ist, weil dann kann man darauf auch wunderbar embossen und solche Geschichten. Verlinke ich euch auch unten. Ich drehe jetzt das einmal um. Die Rückseite finde ich auch irgendwie cool. Ja, aber wir bleiben jetzt bei der Vorderseite wie geplant. Jetzt nehme ich mir einfach ein Stück doppelseitiges Klebeband und gehe mir hier einmal rund ums Ei drumherum. So. Und wenn ich mir die Schutzfolien abgezogen habe, lege ich mir einfach mein Stückchen Acetat hier einmal drauf und drücke mir das gut an. Gehe auch gerne nochmal mit dem Falzbein einmal über die Klebestellen drüber. Und dann ist das Acetat hier bombenfest. Für das Fenster an sich nehme ich jetzt hier solche Abstandsklebestreifen. Die sind ein bisschen dicker auch. Und die kann man eben ganz gut hier auch um das Ei drumherum positionieren. Ihr könntet da jetzt auch gerade drumherum gehen. Ähnlich jetzt wie mit dem Klebeband für das Fenster. Aber ich finde das, wenn du so ein rundes Fenster hast, immer noch ein bisschen schöner, weil dann die Streuteile eben nicht so aus der Bildfläche verschwinden. Achtet darauf, dass wenn ihr die aneinander klebt, dass ihr hier wirklich fest aneinander seid, damit euch nachher keine Streuteile rausfliegen. Das passt ganz genau. Haben wir Glück. So, sind die schön übereinander gelagert und jetzt mache ich mir hier den Rest einfach auch mit den Klebestreifen so ein bisschen erhöht. So. In meinem Fall kommt es jetzt direkt auf eine weiße Grundkarte. Dafür ziehe ich mir jetzt hier erstmal alle Schutzfolien ab. Und wenn ich alle Schutzfolien abgezogen habe, mache ich es gerade bei so großen Aussparungen am liebsten so, dass ich die Streuteile auf meiner Grundkarte platziere. Dann sehe ich nämlich nachher, wo ich quasi den Aufleger hinklebe. Dann kommt jetzt einfach gut was so ein bisschen in der Mitte vom Ei. So. Und da seht ihr, ne, ganz schön bunt und mit Blümchen. Das ist so richtig schön passend zu Ostern. Und dann kann ich nämlich mein Fenster hier passend gerade drauf kleben. Ich puste noch mal von hinten, dass mir da nichts im Fenster steht. Das zieht ja immer so kleine
Staubflusen oder auch Papierfitzelchen immer liebend gern an, so Acetat. Und dann drücke ich mir das richtig schön fest hier, gerade auch um das Ei drumherum. Und dann haben wir das Shakerfenster auch schon fertig. Jetzt kriegt hier unser Hasi noch ein bisschen Abstandsklebeband auf dem Popo. So. Und der kommt jetzt hier unten am Ei mittig drauf. Und dann ist mein Kärtchen mit Shaker-Funktion auch schon fertig. Ich hoffe, euch gefällt diese kleine Inspiration. Und ja, ihr könnt noch schnell ein paar Osterkärtchen gestalten. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen kreativen Tag und sage ciao, bis zum nächsten Mal.